Wales und Camilla Dudley besuchten das Schlachtfeld. Jens-Peter Marquardt über britische Erinnerung an Waterloo. Der Name Waterloo oder Englisch Waterloo ist in London überall präsent. Aber bislang gab es kein Denkmal für die Opfer dieser Schlacht. Das hat sich geändert. Der Mounted Duke of Wellington, wir haben meistens unten genug Napoleon-Bezwingers, enthüllte eine Gedenkplakette, natürlich an der Waterloo Station. Weit mehr als 40.000 Soldaten fielen damals oder wurden verwundet. Nicht einmal 12 Stunden, erzählt Charles Wesley, der 9. Duke of Wellington. Die blutigsten Stunden der Geschichte. Nicht einmal in den schrecklichsten Schlachten des Ersten Weltkriegs sind innerhalb eines Tages so viele Menschen umgekommen.